Was ist das denn? Oh, du bist das. Tut mir leid, ich unterhalte mich gerade mit meiner Freundin. Kommt doch später vorbei. Sorry, aber ich unterhalte mich gerade mit meinem Freund. Wir sehen uns später. Unterhalte nennt man das heutzutage also. Sonnenblumenkern. Ich brauche keine Sonnenblumenkern. Ich brauche Steine. Ganz viele Steine. Und einen Stern. Scheinbar gibt es hier einen Stern. Nein. Hätte ja sein können. Mist, ich hab geschlafen, sei nicht so wenige Dinge. Doch, ich bin Ringding. Lass mich Ringding sein. Ich nicht bautzen. So eine Frechheit aber auch. Es ist nicht der sicherste Platz dafür. Nee. Wollte ich alles gar nicht. Will ich irgendwie alles machen, nur nicht das, was ich jetzt machen wollte. Nö. Na, hätte ja sein können. Kann ich damit jetzt irgendwas machen? Nö. Selbstgebackene Leckereien. Wir haben Kekse. Oh, Keks. Ich hab Keks. Ah. Ich hab Keks. Ich hab Keks. Bestimmt Sonnenblumenkeks. Keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber Keks. Schnell flüchten, bevor mir einer den Keks wegnehmen will. Nein, ich will mal kurz. Ich habe ja diesen Barcode. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich damit irgendwas beim Supermarkt damit machen sollte. Schnell, Pippa. Ja, es ist kalt. Kann ich den anbautzen?
Kommt so ein Blumenkern raus. Hm. Haben keinen Stein. Warum haben die Leute keine Steine in ihren Briefkästen? Gut. Was ist eigentlich der Verkäufer? Oh, da ist er. Ist da noch irgendwas für mich? Das Kripool. Hast du mal zu meinen Preisen gestiegen? Das war eine unverschämte Lüge. Warum sagst du so etwas? Aber nur mal zur Sache. Kaufst du nun oder nicht? Nee. Ich brauche kein Kripool, danke. Nein. Ich brauche kein Kripool. Ich hätte es nicht schon gemacht. Ja, ich möchte es aber eigentlich jetzt. Ich habe das ja schon mal gemacht. Hm. Da gewinne ich einen Stern, wenn ich das mache. Ach, bitte nicht. Ich will immer noch wissen, was ich mit dem Barcode machen kann. Dann sollst du nicht den Scanner begrüßen. Du sollst nicht den Scanner begrüßen. Hm. Kann ich hier anbautzen, damit die wieder rein zinkt? Nee. Anknabbern auch nicht. Anstarren. Stern. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Riecht nach Metall. Moment, Kekse. Moment, ich habe einen Keks dabei. Keks. Moment. Nein, nein. Keks. Da fällt mir was ein. Ich weiß noch nicht mehr, wo der war. Hier nicht. Du nicht. Du bist es. Vielen Dank. Hm? Das riecht, dieser wunderbare Duft. Du hast selbstgebackene Kekse dabei. Du hast, gib mir welche. Wär's mit Bitte? Die sind nicht zu süß. Die Menge, du Liebe, warte, kein Zweifel, dass die Kekse, die kenne ich. Woher hast du sie? Sind das Kekse von meiner Mama? Ich... Hab's. Ich wette, sie fühlt sich Han Solo, seit ich von zu Hause fort bin. Tut mir leid, Mama. Ich komme nach Hause. Und du? Jetzt ist er nach Hause. Und weiter?
Was ist mit dir? Ich kann mich... Oh, wenn das nicht der immer höfliche Hamster ist. Da du so nett bist, möchte ich dir etwas schenken. Bitte, dies ist für dich. Oh, ein Stern. Du hast einen Stern erhalten. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht ist das was für die Tür. Die wir mit den Steinen aufmachen können. Aber ich brauche noch einen Haufen Steine. Okay. Entschuldigung, war das ganz lustig. Okay. Was habe ich mit dir? Haha, ich bin ein guter Maritter. Wusstest du, dass dies da macht? Das hier sind Feinfeil. Das sind die Feinfeilkönige. Ja, brauche ich nicht. Danke. Wenn ich jetzt zum Eicheldings da hingehe. Und dann mal der Dame nochmal anklopfe. Also die Tür am Hamha. Oh ja, klar, Hamha. Hey, dich kenne ich doch. Danke für deine Hilfe. Es war großartig, wieder nach Hause zu gehen, um meine Mama zu sehen. Du solltest auch regelmäßig nach Hause fahren, deine Mama besuchen und dich bemuttern lassen. Ja, ich weiß, es ist etwas peinlich, aber... Huch. Ja, Mama. Meine Mama ruft mich. Man sieht sich. Kriege ich jetzt nichts dafür? Tut mir wirklich leid, aber ich bin damit beschäftigt, von meiner Mama verhätschelt zu werden. Hat's ja voll gebracht. Nicht. Aber hatte ich im Markt schon vorher alles oder habe ich erst jetzt alles? Ach, Ruinen, Schule. Huch. Nein, ich Bautzen, den hebe ich jetzt nicht auf. Ist eh nur einer. Ich nehme mal den Song mit. Oh, okay. Dann nehme ich ihn mit. Wehe, das Lied ist kaputt. Ich habe ihre Bezahlung erhalten. Hier ist ihr Song. Hamtaro, viel Vergnügen. Und jetzt habe ich das alles gar nicht vorgelesen. Das tut mir natürlich sehr leid. Er hat irgendwas gemeint. So, Hamtaro, traurig, bla bla. Song zum Tanzen. Wunderbar. Ich wollte dich rauslaufen. Und hat das schon gereicht, dass ich den Song gekauft habe? Ich weiß nicht, ob die Songs auch als... Hier hast du noch sowas zu erledigen gelten. Nö. Hätte ja sein können. Nein, beim Strand habe ich ja alles gemacht, aber am Strand fehlen mir jetzt noch Sterne. Jetzt wieder so
jemand. Ja, gut. Dicky Ducky Shop, 3 Kerne, 3x Kram, was du findest, gehört dir. Ich hoffe, es ist jetzt nicht noch ein Stern vergraben. Der hat einen Stern. Nee, die Regeln kenne ich schon, danke. Wenigstens habe ich meine Sonnenblumenkerne wieder drin. Nix. Mist. Ja, ich möchte es nochmal probieren. Ich möchte den Stern haben. Und Sonnenblumenkerne. Ma. Spazier, willkommen, Digi-Du-Shop, der angesagt ist, du Ort in der Stadt. Willst du mir glauben, dass ich dir etwas Fantastisches anbieten kann, aber nur für kurze Zeit? Ich habe hier etwas vergraben, das in den Atemraum wird und es kotzt sich gerade mal 3 Kerne. Richtig gehört, 3 Kerne! Komm zu glauben, ich weiß. Was meinst du? Soll ich die Regeln... Ach, Mist. Oh. Ja, doch, ich möchte spielen. Ja. Huch. Entschuldigung. Dann die Frage, ob... Das wollte ich doch gar nicht. Der vergeht einen Stern. Sollte ich immer die 3 selben Löcher nehmen? Oh, ich habe so viel Verlust gemacht, meine Frau wird sauer sein. Ja, aber das ist so nicht mein Problem. Für den Stern, wenn du einen hast.
Boah, 30 Sonnenblumen gerne. Ach du Schande. So darf ich hier nicht einfach graben, ne? Nee. Ich guck mich erst noch mal so ein bisschen hier um. Ist ja der Stein, wo ich immer drüber fall. Aber das ist scheinbar kein, den ich mitnehmen darf. Nö. Hätte ja sein können. Nee.